Wasser oder Wein? Nein, kein Wein. Das Viertel Wein habe ich schon getrunken, sondern hier jetzt ist Kaffeepause beim Billigheimer Pennsylvania Fest. Und neben mir sitzt Frau Dietrich. Wie kam das denn zustande, dass so ein pennsylvanisches Fest in Billigheim stattfindet? Eine Tänzerin der Trachtengruppe Billigheim war voriges Jahr in Hörth beim 11. Pennsylvanisch-Deutschen Tag. Und dort ist der Kontakt über Herrn Michael Werner und Herrn Frank Kessler zustande gekommen. Und da sind wir gefragt worden, ob wir das Fest dieses Jahr hier in Billigheim ausrichten würden. Und da wir 1983 und 1987 schon in Amerika, Pennsylvania, waren, war das für uns ein leichtes Ja zu sagen. Zu diesem Fest sind Gäste aus den USA gekommen, Linda und Mike Herzog, die in Bluegrass-Manier, hier zusammen mit Michael Werner, auch Lieder in Pennsylvania-Deutsch prägen und vortragen. Diese Sprache, das Pennsylvania-Deutsch, wurde von Auswanderern in die USA überwiegend aus der Pfalz und dem Elsass in die neue Heimat mitgenommen. Sie waren in Pennsylvania, Amerika, mit der Trachtengruppe. Jawohl, 1983 und 1987. Die Trachtengruppe gibt es aber schon länger. Jawohl, wir sind 1906 gegründet worden und sind die älteste Trachtengruppe der Pfalz. Jetzt Trachtengruppe, was stelle ich mir da vor? Wie gesagt, die Tracht haben Sie an, auch die Männer sind stattlich ausgestattet. Ist man so in der Pfalz rumgelaufen vor ein paar hundert Jahren? Ja, früher war die Tracht die Sonntagskleidung und nach wurde sie von der städtischen Mode verdrängt. Aber um das Trachtenwesen nicht sterben zu lassen, wurde die Trachtengruppe ins Leben gerufen. Ja, und Sie machen auf der anderen Seite nicht nur Trachten, sondern Sie machen auch Tänze. Jawohl, wir tanzen viele Billigheimer, alte Tänze oder auch neue, die wir erlernen gemeinsam. Ja, und da gibt es ja verschiedene Tanzgruppen, denn das Alter dieser Trachtengruppe, das reicht von wie viel bis wie viel? Ja, unsere jüngsten Tänzer und Tänzerinnen sind ab 2 Jahre, bis die Kinder... Na, die können da noch kaum grabbeln, hä? Ja, aber mitlaufen können sie schon, beim Umzug vor alle Dinge. Aber wir haben schon eine 2-Jährige gehabt, die kann echt gut mittanzen. Der älteste Tänzer ist 75. Ja, also das heißt, Sie haben aber diese nicht alle zusammen in einer Gruppe, sondern Sie haben verschiedene Gruppierungen, die dann auch hier aufgetreten sind, ja? Ja, wir haben eine Kindergruppe, die Kinder lernen zusammen die Tänze, immer donnerstags von 17.45 Uhr, eine Dreiviertelstunde. Wir machen das zu zweit und bringen den Kindern die Tänze bei. Und um 20 Uhr die Erwachsenengruppe, da üben wir 1,5 Stunden. Thank you.
aktive Tänzerinnen und Tänzer sind wir ca. 10 Paare und die Kinder sind wir zurzeit 25 Kinder. Ja, und gibt es dann auch noch sonstige fördernde Mitglieder, die nicht mehr so tanzen können, ne? Ja, viele passive Mitglieder haben wir natürlich. Ja. Wie viel sind es denn? Insgesamt, denke ich, sind wir so 100 Mitglieder. Und Sie sitzen Vorsitzende vom Verein. Seit wann machen Sie denn das? Ich bin seit 1984 die erste Vorsitzende der Trachtengruppe. Wie kamen Sie denn dazu? Durch meinen Vater, der war vorher Vorstand der Trachtengruppe. Der ist dann leider 1984 verstorben und so kommt man zum Amt. Ja, das kann natürlich auch passieren. Sozusagen geerbter, ne? Ja, genau. Ja, und jetzt nochmal zurück zu den Pennsylvania. Da sind heute besondere Gäste da. Ja, Mike und Linda Herzog aus Pennsylvania, ja. Da hören wir auch ein paar Stücke dann davon zum Abschluss dieses kleinen Interviews, was ich normalerweise bei uns im offenen Kanal nennt, Wasser oder Woi, ne? Okay. Oh, sie kommt rum de Barrick, wann sie kommt. Ja, sie kommt rum de Barrick, wann sie kommt. Oh, sie kommt rum de Barrick, no sie mal gespannt. Sie kommt rum de Barrick, wann sie kommt. Oh, sie fährt sechs Mal Skyl, wann sie kommt. Oh, sie fährt sechs Mal Skyl, wann sie kommt. Oh, sie fährt sechs Mal Skyl, sehr ist ja nicht mehr Skyl. Sie fährt sechs Mal Skyl, wann sie kommt. Oh, sie kommt rum de Barrick, wann sie kommt. Ja, sie kommt rum de Barrick, wann sie kommt. Oh, sie kommt rum de Barrick, no sie mal gesparrig. Sie kommt rum de Barrick, wann sie kommt. Mir schlacht die alte Rothanne, wann sie kommt. Ja, mir schlacht die alte Rothanne, wann sie kommt. Oh, mir schlacht die alte Rothanne, mir fresse in mit Grana. Mir schlacht die alte Rothanne, wann sie kommt. Oh, sie kommt rum de Barrick, wann sie kommt. Ja, sie kommt rum de Barrick, wann sie kommt. Oh, sie kommt rum de Barrick, no sie mal gesparrig. Sie kommt rum de Barrick, wann sie kommt. Oh, mir all hen hinkel und nepp, wann sie kommt. Oh, mir all hen hinkel und nepp, wann sie kommt. Ja, mir all hen hinkel und nepp, no wort mal dick und fett. Mir all hen hinkel und nepp, wann sie kum. Oh, sie kum rum de Barrick, wann sie kum. Ja, sie kum rum de Barrick, wann sie kum. Oh, sie kum rum de Barrick, no sie mal gesparrig. Sie kum rum de Barrick, wann sie kum. Sie wehrt Ruder Hasse, wann sie kum. Ja, sie wehrt Ruder Hasse, wann sie kum. Oh, sie wehrt Ruder Hasse, na wolle mir sie mal bosse. Sie wehrt Ruder Hasse, wann sie kum. Oh, sie kum rum de Barrick, wann sie kum. Ja, sie kum rum de Barrick, wann sie kum. Oh, sie kum rum de Barrick, no sie mal gesparrig. Sie kum rum de Barrick, wann sie kum. Mir geht na sie sehne, wann sie kum. Mir geht na sie sehne, wann sie kum. Mir geht na sie sehne, mir weiß sie ist ein Schäner. Mir geht na sie sehne, wann sie kum. Oh, sie kum rum de Barrick, wann sie kum. Ja, sie kum rum de Barrick, wann sie kum. Oh, sie kum rum de Barrick, no sie mal gesparrig. Sie kum rum de Barrick, wann sie kum. In Billigheim gibt es das älteste Volksfest der Pfalz, den Billigheimer Purzelmarkt. Er wird jedes Jahr am dritten Wochenende im September gefeiert. Und jedes Jahr gibt es eine Purzelmarktkönigin, die aus den Reihen der Trachtengruppe gewählt wird. Der Purzelmarkt ist ein historischer Markt mit Wettläufen der Buben und der Männer, der Wassertragen der Frauen, Rapstuchspringen und das Purzeln der Buben natürlich. Und Pferderennen, Stangenklettern. Müssen Sie mal vorbeikommen. Ja, okay. Vielleicht haben dann Zuschauer vom offenen Kanal mal die Gelegenheit, einen Ausflug in die Pfalz zu machen bei Wasser oder Woi.